Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Zum Mittagessen. Hab die E-Mail bekommen von der Assistentin von meinem Steueranwalt, der Valerie. Und jetzt muss ich genau wie die anderen so vier, irgendwas zwischen 4 und 5.000 Euro Vorschuss zahlen, damit das, die Steuern für mich gemacht werden für 2020, weil die waren, wussten nicht, dass ich auch für 2020 das von denen haben will. Die dachten, ich bin erst ab 2021 ihr Mandat. Aber nee, für 2020 brauche ich auch Steuern, wobei da haben wir noch nicht so viel gemacht. Erst Dezember ist, LM hat da erst angefangen, dementsprechend wird es, glaube ich, nicht so wild. Aber ja, 4.000 irgendwas Vorschuss, also ich sage nicht die genaue Zahl, vielleicht sind das irgendwelche Geheimnisse, die ich nicht herausklappern darf. Ansonsten bin ich hier irgendwo, Stiegelmeierplatz, gleich daneben ist dieser Walnuts, den Chong hast. Habe ich neu gesehen hier, hat meine Kollegin gepostet, da hat sie Kooperation gemacht mit denen. Weil ich war zuerst im Werksviertel am Ostbahnhof, wollte so einen krassen, gehypten Thailänder probieren, der ist irgendwie neu und da, ey, Alter, es ist so voll dort gewesen. Ich denke mir, Digga, es ist Dienstagnachmittag, okay, Mittagspause vielleicht, deswegen geht es zu krass dort ab. Aber Alter, es war so voll, müssen wir ein anderes Mal probieren. Da habe ich das gesehen, hat sie gepostet, ich denke mir, okay, probieren wir das mal. Ja, bin gespannt auf die Steuern. Die 4K. Ja, ein, zwei Tage muss ich hier ein bisschen sammeln und dann schicke ich das rüber. Wobei ich kann eigentlich auch einfach was aus dem Staking nehmen. Das war das. Das Ganze ist, ich habe bisher gesamt, glaube ich, seitdem ich Steuern zahle, vielleicht 4 bis 5K gezahlt. Kann das sein? Ja, ungefähr. Und jetzt will nur der Steueranwalt so viel. Ich muss ja dann noch tatsächlich Steuern zahlen. Das sind ja nicht die Steuern, die ich zahle, das sind nur seine Kosten. Also, da stand jetzt auch in der E-Mail, dass ich ihnen meine bestimmte Zahlen schicken soll. Infos. Und dann richten die das dem Finanzamt aus, dass die mich vertreten. Weil das hatte mich ja gestört. Weil ich habe ja immer noch Sachen selber gemacht. Zum Beispiel Umsatzsteuer und sowas. Und das wird dann hoffentlich komplett von denen erledigt. Und ein Kollege schaut vorbei. Der macht einen kleinen Städtetrip. Von dem habe ich euch letztes erzählt. Da hatten wir kurz ein Zoom-Gespräch. So ein random Asiate, der mich angeschrieben hatte, der sich ein bisschen für Asians und sowas einsetzt. Kann man sich mal treffen und sich ein bisschen austauschen, connecten. Er meinte, sein Kollege ist Crypto-Coach. Bin gespannt. Mittagsangebot 11,90. Pommes relativ viel sogar. Burger relativ klein aber. Und ein Getränk. Pommes sind gut. Auch noch mit Haut, mag ich. Und kein Papier. Digga! So, schauen wir mal. Es gibt Pulled Chicken und Pulled aber es gab auch normalen Burger, der nennt sich Hollywood Burger. Das ist so California-mäßig angelehnt. Ich habe mich für Pulled Chicken entschieden, das Special heute. Digga, ich brauche Papier, Mann. Ja, ist okay. Also ich hätte lieber einen richtigen Burger mit Rindfleisch. Dieses Pulled Pork, Pulled Chicken taugt mir gar nicht so. Komm nochmal für den Burger. Also für den Rindburger. Dann Leute richtig leiden. Meine Finger sind so schmierig und das ist so jetzt voller Mayo, dass ich das Ketchup gar nicht aufbekomme. Das heißt, ich kann die jetzt nicht mit Ketchup essen, weil alles so verschmiert ist, Digga. Die leiden heute, Mann. Erst eine Thailänder zu voll und jetzt zu verschmierte Finger. Ja, kennt der King of Queens. Fettsack mit Schmierfingern, Mann. Okay, Leute. Also ich habe sie jetzt gewaschen, aber schaut's mal. Ich komme hier so rein. Hä? Okay, laber nicht. Grad ging's nicht. Ich schwör, grad ging's nicht. Ja, schau so. Es ging nicht. Und dann nehme ich den hier so. Und der ist richtig, richtig strange. Hallo?
Richtig, ganz kurz noch. Ich habe richtig gelitten, weil meine Hände so dreckig waren. Dieser kleine Strahl hat nicht funktioniert, nicht gereicht. Aber egal, jetzt geht's. Jetzt sind wir wieder clean. Mein Gott, ey. Ja, Burger war, um ehrlich zu sein, nicht so geil. Pommes waren okay, sogar viel zu viel. Ich habe nicht mal annähernd alles gegessen, aber um ehrlich zu sein, muss nicht nochmal sein. Aber ja, für den Rindburger vielleicht, aber ich weiß nicht. Mein Gott, habe ich eins in den Kühlschrank getan? Oh yes. Synergy, nicht gesponsert. Ein kühles Synergy gönne ich mir jetzt übrigens. Es gibt sogar eine neue Sorte Melone, aber die war ausverkauft. Ja, den ganzen Tag mit den Jungs verbracht, mit diesem gewissen Namen, von dem ich euch erzählt habe. Ein Kollege von ihm aus Nürnberg und irgendein Krypto-Typ aus Tirol, der sogar sein eigenes Krypto-Buch jetzt rausgebracht hat, der Krypto-Coach ist. Sehr, sehr interessant. Haben wir Bami-Haus gegessen. Die fanden Bami-Haus mega. Also ich finde Bami-Haus okay sogar, aber ja, die waren begeistert von Bami und so. Von dem Vorher glaube ich nicht so, aber von Bami. Sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Hat eine Kollegin noch irgendwas abgecheckt mit Kaffee. Und ja, so habe ich den Tag verbracht. Wollte denen jetzt nicht die Kamera ins Gesicht halten. Aber interessant, war interessant auf jeden Fall. Grüße gehen raus, Kuss geht raus. Jo, was geht, Leute? Nächster Morgen. Ich gönne mir eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. G2. Die anderen waren ja gestern ein bisschen vietnamesisch essen. Hatten ein saftiges Bang Mi. Habe ich mir auch wieder geholt hier. Und ein Bang Bao. Zum Frühstück. Ich hatte gerade eine Zahnkontrolle, endlich zahnfertig. Und wir hatten gestern ein bisschen rumgeschätzt in der Gruppe. Hey, lass uns spontan irgendwo hinfahren, wie immer. Ist aber nichts draus passiert. Ich habe gesagt sogar, hey, ich würde meinen Zahnarzttermin absagen für euch, falls wir fahren würden, aber leider nicht. Ja, wie gesagt, ich habe gestern ein paar Leute kennengelernt. Einer ist Crypto-Coach, der macht ein paar Videos und die schauen wir uns gleich ein bisschen an. Und schauen wir mal, was er so macht, was er so genau coacht. War ein netter Typ. Alle drei, die ich gestern kennengelernt habe, waren nett. Wow, Beste. Das ist das Buch von dem, von gestern. Lukas Wiesflecker und Hermann Troge. Bitcoin schlüssig verschlüsselt. Also ich finde es krass, ein eigenes Buch rauszubringen. Jetzt habe ich den mal hier gegoogelt. Moment, ich setze euch mal ab. Hier, genau. Dein Krypto-Coach. Hallo und Servus, lieber Weinheimer. Wie du bereits weißt, bin ich Lukas und dein Coach im Bereich Bitcoin, Blockchain und alles, was dazugehört. Oh, gib mir mal sein erstes Like. Werden wir dein Portfolio in jeder Hinsicht optimieren. Wenn das interessant für dich ist, dann lass uns ganz schon, ne? In einer Private Session über dein Portfolio sprechen. Bei einer Portfolioanalyse teste ich, wie krisenoptimiert dein Portfolio wirklich ist. Und je nach Risikobereitschaft werden wir den besten Weg finden zu deinem. Wir sind sehr risikobereit. Stell dir einfach mal vor, du könntest mit deinem optimierten Down-Portfolio zusätzlich noch Einkommen generieren. Cashflow, Digga! Doch wahnsinnig cool, oder? Na klar! Mit einer Step-by-Step-Anleitung werden wir zusammen die Projekte einrichten, dass du garantiert keinen Fehler machst. Für die maximale Gewinnoptimierung werden wir uns auch um die Verwahrung und um die Sicherheit deiner Coins kümmern. Okay. Ich muss dir eines sagen, in den letzten 6 Jahren habe ich jeden Tag nach Möglichkeiten gesucht, yeah, mein eigenes Portfolio zu maximieren. Okay. Und jetzt bin ich bereit dazu, mein Wissen mit dir zu teilen. Das ist cool. Ich freue mich auf dich. Ciao und Servus. Ciao, warte. Wartet. Ciao. Moment, wo war das jetzt? Moment des Videos. Kommen wir auf seinen, ich weiß nicht wieso er 2 Kanäle hat, seinen Chain Explained Kanal. Da macht er so Shorts,
relativ kurze Videos, kurz und knackig, finde ich gut, zu verschiedenen Themen. Und das ist so das Einführungsvideo. Krasses Intro. Hallo und Servus bei Chain Explained. Auf diesem Kanal teile ich mit dir meine bereits 6-jährige Erfahrung im Kryptobereich. Also er legt viel Wert auf seine 6-jährige Erfahrung. In der Regel ja, wie länger, wie mehr Erfahrung man hat, desto besser. In der Regel. Einfach und verständlich, alles was du über Bitcoin, Blockchain und Co. wissen musst. Wir zeigen dir, wie ein Vermögensaufbau... Oida. Klasse Animation, das brauche ich auch mal. Das gefällt mir. Oida, like, aktivier die Glocke. Abo, Glocke. Mit unserem Format der Krypto-Shorties liefern wir dir geballtes Kryptowissen zu dir auf dem Bildschirm. Und das innerhalb von 3 Minuten. Wenn dir dieses Format gefällt, dann freuen wir uns über dein Abo. Viel Spaß und heftige Profite. Ciao, servus. Heftige Profite. Klingt doch saftig. Oida. Oh mein Gott, super saftig. Ah, cool gemacht. Ja, mit dem habe ich gestern ein bisschen gechillt. Und dem Namen, wie gesagt, der macht so einen kleinen Städtetrip. Bisschen Connections pflegen. Und die beiden waren früher irgendwie im Network Marketing unterwegs, kennen sich daher. Immer so ein bisschen shady, aber die zwei waren echt korrekt. Oder ich werde geblendet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Abschließende Worte. Lernst neue Leute kennen. Connections knüpfen, was weiß ich. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscribe, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren, CS Business und ciao, Alter.